Ich bin wie ein Fluglotse für die Schiene. Ich bin Hakan, Fahrdienstleiter bei der Deutschen Bahn. Das ist das Stellwerk Ludwigsburg. Keine Zugfahrt darf ohne Zustimmung des Fahrdienstleiters durchgeführt werden. Ich stelle die Fahrstraße, die Technik prüft, ob alles frei ist und der Zug bekommt grünes Signal. Ich sehe die Züge in Form von einer Nummer und in Form von Lichtbändern. Also im Zweifelsfall schaue ich auch aus dem Fenster und schaue auf den Zugschluss, ob der Zug mit allen Fahrzeugen an mir vorbeifährt. Jeder Knopfdruck von uns hat reale Auswirkungen. Deswegen ist es gut, wenn man in seinem Bahnhof die örtlichen Begebenheiten mal sieht, indem man einmal beim Triebfahrzeugführer mitfährt, dann auch im Freien die Signale mal abzulaufen, die Weichen abzulaufen, wie die reale Welt draußen aussieht. Die Arbeit braucht Aufmerksamkeit, Konzentration und Verantwortungsgefühl. Klar ist vieles Routine, aber gerade da ist es wichtig, verantwortungsvoll und wach zu sein. Da kann schon die kleinste Störung, zum Beispiel an einer Weiche, große Auswirkungen haben, worauf man dann richtig reagieren muss. Klar tut mir dann leid, wenn Leute zu spät kommen, aber wir tun alles dafür, dass es trotzdem so rund wie möglich läuft. Sicherheit kommt vor der Pünktlichkeit. Ich mag, dass ich Verantwortung trage. Es gibt mir das Gefühl, dass das, was ich mache, auch wichtig ist. Ich würde immer die richtige Entscheidung treffen. Du auch?